Über 80 Vorschläge zur Verbesserung des Fluglärmschutzes sind in den letzten 10 Jahren von den Mitgliedern der Fluglärmkommission der Öffentlichkeit unterbreitet und deren Umsetzung eingefordert worden. Die Eigeninitiative ist dabei der erste wichtige Schritt hin zur Lärmminderung. Darüber hinaus gibt es verschiedene Maßnahmen, die wir initiieren konnten, zum Beispiel, dass höher angeflogen wird. Damit ist die Tür aufgemacht, dass die Menschen auch wirklich Entlastung erfahren können. Wir haben dafür gesorgt, dass es ein Regionalfondsmodell gibt, das heißt Leute, die passiven Schallschutz brauchen und das, was sie gewährt bekommen, nicht als ausreichend empfinden, die haben auch die Möglichkeit, zusätzlich Geld zu erhalten, um sich besser auszustatten. Und vieles andere mehr. Wir sind in der Kommission schon überrascht, dass jetzt in der Bilanz doch sehr viel erreicht wurde von dem, was wir wollten. Natürlich konnte die Fluglärmkommission, die lediglich Beratungsgremium ist, nicht mit jedem ihrer Vorschläge punkten. Schließlich hat der Flughafenbetreiber Fraport, die Deutsche Flugsicherung oder auch die Hessische Landesregierung dort noch ein Wörtchen mitzureden. Für die Fluglärmkommission richtig enttäuschend ist, dass wir es nicht geschafft haben, die bundesgesetzlichen Regelungen, die es zum Schutz vor Fluglärm gibt, die positiv zu beeinflussen. Wir haben in Berlin zig Tänzchen aufgeführt gegenüber allen Parlamentariern, die mit den Umweltfragen befasst sind. Bei den Behörden waren wir gewesen, aber letztlich ist die Lobby der Luftverkehrswirtschaft da doch stärker. Und so habe man auch in Hessen keine Handhabe, den aktiven Schallschutz wirksam umzusetzen. Umso wichtiger sei es, dass die Fluglärmkommission ihre Ziele beharrlich weiterverfolge. Was ganz wichtig für die Region ist, wir brauchen eine Lärmobergrenze. Die Menschen in der Region müssen wissen, dass es nicht lauter wird als X, damit endlich mal Ruhe in die Region kommt, auch im Sinne, ich muss nicht befürchten, es wird ständig lauter, was wird in 20 Jahren sein. Die Hessische Landesregierung hat sich das auch auf die Agenda gesetzt, Lärmobergrenze. Jetzt hoffen wir, dass wir es mit der Landesregierung zusammen auch schnell umsetzen können. Aber da ist auch noch sehr viel Energieeinsatz erforderlich. Die Fluglärmkommission wird sich also auch weiterhin für die Region einsetzen und Lärmminderung erstreben. Vollkommen still wird es im Rhein-Main-Gebiet aber nie werden.